Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Mystery Dungeon Explorers of Darkness. Wir sind jetzt hier und müssen diese Steine umfärben. Mal sehen, ob ich die Farbe gleich treffe. Ich bin für Rot. Passiert nichts. Ah, machen wir mal Grün durch. Wie wär's mit Lila? Oder Orange? Auch nix? Dann ist es Gelb, oder wie? Blau? Also... blau war's. Wow, ein Beben. Es wird gefährlich, ein Weg weg von hier. Wow. Was ist das? Da ist eine riesige, zerklüftete Öffnung in der Mitte. Meinst du, wir sollten da durch? Vielleicht kommen wir so zu dem See von Tobuz, an dem Tobuz lebt. Diese drei Kristalle waren der Schlüssel einer wie. Sie haben einen Weg offenbart, der zu einem Zahnrad der Zeit führen könnte. Gehen wir einer wie. Auf zum See von Tobuz. Okay, und wir sind auf der Kristallstraße. Mal sehen. Oh, Pokédollar. Was für Pokémon uns hier wohl wieder erwarten werden. Ja, wir haben es mal wieder geschafft. Ohne eine Begegnung eine Etage zu machen. Oh, und ein... Oh, falsch, So, er wollte Rucktokip machen, aber wir haben das verhindert. Das Schöne ist, hier sind seltsam große Räume, die es ziemlich einfach machen. So. Aber kein Wunder, wir gehen ja jetzt auf dem Weg zu einem... Wow, das war heftig. Wir sind ja auf dem Weg zu einem See, kein Wunder, dass hier so viel Wasser ist. So. Kratzer Stufe 1 und Aquaknarre. Perfekt. Hydropi denkt mit. So, was haben wir hier? Eine Pirsifbeere. Und dafür ist das Dungeon. Ich habe das hier gerade gesehen, wie Gegner hier hochgelaufen sind. Naja. Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie halt nicht. So. Wunderfelder sehen wir hier, aber fallen eher weniger. Ist eigentlich recht gut. Ich meine, wir könnten, glaube ich, wesentlich mehr Fallen abkriegen. Oh, das... Ah, Kindwurm ist... Okay, Kindwurm ist nicht so weit und soweit ich weiß, hat man mir gesagt, dass wir bald evolutionieren können. Oh, das hatten wir auch schon lange nicht mehr, eine Disklake. Oh, Stolperfalle. Na gut, dass wir nichts ausgerüstet haben, sonst müssten wir das Ganze nachrüsten. Lauft doch nicht alle drüber. Wieder Oxford Apothek. Ich hoffe mit dem... Ja, gut. Okay, Feldsurf ist außerordentlich mächtig.
Ich meine, ihr habt es ja selbst gesehen. Oh. Also, ich meine, 2x40 Schaden und das kann er bis zu 5 Mal machen. Ich meine, 200 Schaden mit einem Angriff ist ja schon. Es sieht gerade wirklich so aus, als würde ich einfach nur einen Weg entlang gehen und wüsste so genau, wo muss ich hin, um zur Treppe zu kommen. Oh. So. Die Trophäe ist zurückgeschreckt. Naja, dafür. In dieser Karte sieht es nicht ganz so aus, aber wir haben trotzdem die Treppe gefunden. Also echt, wir sind innerhalb von 6 Minuten bis zum 8. Bis zur 8. Stufe gekommen. Finde ich. Oh, ein Absol! Wow. Absol, besonders Mega Absol mag ich. Aber. Ja, jetzt haben wir es nicht besiegt. Und das hat, glaube ich, unsere. Moment. Bericht. Also, irgendwas hat's gemacht. Aber was weiß ich nicht. So, bald müssen wir auch mal einen Chef wechseln können. Und ich glaube, wir sind vom Level her ziemlich gut dran. Also, ich merke jetzt nicht, dass wir hätten ein besseres Level haben sollen. Wie sieht's aus? Oh, der ist. Und wir erreichen Level 28 mit Hydropie. Das bedeutet wieder eine neue Attacke, wie es aussieht, und ein Bodycheck. Na, kann man mal für einen Heuler nehmen. Toll! Wir haben eh den Puffer-Status mit Rauchwolke, was ich persönlich extrem mächtig finde. Also wenn ich schaffe, alle meine Leute in die Reichweite des Gegners zu bringen und dann immer wieder den Puffer-Status alle 2 Runden drauf mache, dann ist das schon mächtig genug. Ein Heilsaar und Sinelbeeren, also wir werden hier gut versorgt. Dafür hat diese Etage, oh, Firmentor. Der braucht ein bisschen Feuer. Was? Da war ich doch gerade erst drauf. Okay. Gut. Jetzt häufen sich aber die Fallen. Was ich persönlich sehr merkwürdig finde. Okay. Ich bin zurückgeschreckt. Auf jeden Fall ist es seltsam. Muss irgendwie eine passive Fähigkeit haben, die sagt, dass irgendwas verändert wird, Treffergenauigkeit verringert wird, wenn man angreift oder so. Oder verringert den Schaden von Nahkampfangriff. Ich kann es nicht sagen. So. Da ist ja noch was. Ah, er hat AP sparen. Und auch der ist Fliegfalle, ist auch aufgestiegen. Oh, ziemlich gut. 3 KP sind meist eh das Wichtigste. Naja, alle Statusse zusammen sind wichtig. Das Problem ist aber nur, dass so oft wie wir hier auf die Fresse bekommen, also wie. Dass das, Wichtigste wirklich.
Was? Wie sieht's mit Team aus? Okay, gucken wir mal. Tausch. Ja, bei kleinen Kiesel ist längst nicht so effektiv und sinnvoll wie das, was wir sonst im Inventar haben. Und noch mehr Geld. Kristallstraße 12. Oh. So. Absol schreckt sogar zurück. Wow. Und Einstein erreicht Level 26. Aufgestiegen, mich kann nichts aufhalten. Ich, als Georock ist der, oder Geo, was? Müsste der ja ultramächtig sein. Ja, gut, Felswurf. Man sieht, macht schon 45 Schaden. Das ist schon genug. Das ist mehr als genug, muss ich sagen. Oh, Eiszahn. Welchen Pflanzen-Pokémon hätte ich mit vielen hier kein Problem. Oh, Absol brennt. Und wir haben. Ah, endlich! Absol männlich? Oh, da gibt es einen Unterschied? Weil das gerade männlich explizit dran steht. Wie nennt man Absol? Nennen wir es mal so. Nacht. Ihr wisst ja, ich bin Captain Obvious in Persona. Wow, es passt sogar. Die ganzen Ideen für Namen passen perfekt zusammen. Okay, jetzt müssen wir gucken, was haben wir als Items. Sortieren wir es mal. Wir haben rosa Gummi, der erhöht von Gift-Pokémon. Abgeben wir Fliegfalle. Schmeckt nicht schlecht. So, und Goldgummi essen Einstein. Dann können wir noch einen Apfel verspeisen. Charmian, ja, genau. Und das ist auch wieder ein absolut männlich. Und ich wusste, dass das Top-Elixiere sind. What? Wie kann Fliegfalle bereits besiegt sein? Okay, das hatte ich nicht erwartet. 28 und wir erlernen auch eine neue Attacke. Und zwar Schlitzer. Was macht Schlitzer? Fügt Gegner Schaden zu, hohe Volltrefferrate. Direkter Gegner, normal physisch. Moment. Ich wollte mir die Info davon angucken. Fügt Gegnern 30 KP Schaden zu. Gegner vorne über Ecke. Ja, wir vergessen's. Es macht zwar 30 Schaden, aber ich glaube, Schlitzer macht mehr Schaden. Ich wollte nur Kratzer nicht wegnehmen, weil wenn wir Kratzer wegnehmen, dann habe ich ein Problem, wenn ich so kämpfe. So wie jetzt. So, ein Appellorb. Jetzt hoffen wir mal, dass die Gegner kein Monster Dungeon haben. Ja, hier ist die Treppe.
Oh, und ja, wir haben ja. Oh, jetzt sind wir am Kristallsee. Das ist gut. Hey! Sieh mal einer wie. Da ist der See. Ah, unglaublich. Sieh dir all die Kristalle an, die aus dem See ragen. Ist das der See, an dem Turbos lebt? Hey, Einri, sieh mal her. Sieh nur, in der Mitte des Sees. Da ist eine Art Insel. Ich glaube, ich sehe jemanden. Gehen wir hin? Hey, was passiert denn da? Das ist Raptain. Jetzt habe ich es. Das Zahnrad der Zeit. Nein, du kannst es nicht nehmen. Niemals. Das habe ich in der Vision gesehen, die mir der dimensionale Schrei eingegeben hat. Die Vision, die ich hatte, das war also doch ein Ereignis aus der Zukunft. Wer ist das? Tumut? Wenn ja, dann steckt Tumut in Schwierigkeiten. Helfen wir ihm, schnell. Hier unten im See. Hier liegt das Zahnrad der Zeit, nicht wahr? Na gut, Tobus. Tobus ist dein Name, richtig? Entschuldige bitte, aber ich muss dieses Zahnrad der Zeit mitnehmen. Warte. Warte, Raptain. Du kennst meinen Namen? Du bist verdammt nochmal ein Raptain. Wenn dein Name auch Raptain ist, dann ist. Der Deep Raptain. Selfie und Vesperit haben mir gesagt, dass du kommen wirst. Es wäre besser gewesen, ich hätte dich sofort angegriffen und aus dem Weg geräumt. Aber ich habe befürchtet, dass ich vielleicht verlieren könnte. Also habe ich einen narrensicheren Plan ausgetüftelt. Was? Was hast du gemacht? Boah, ein Beam. Der See ist von lauter Kristallen bedeckt. Es ist unmöglich, das Zahnrad der Zeit heranzukommen. Raptain, das Zahnrad der Zeit. Es ist für dich jetzt unerreichbar. Selbst wenn du mich besiegst, du wirst niemals. Du. Ich muss es haben und ich werde es bekommen. Ich brauche dieses Zahnrad der Zeit. Selbst wenn ich dich dafür aus dem Weg räumen muss, Tobutz. Stopp! Du wirst das Zahnrad der Zeit nicht stehlen, Raptain. Ich will euch nichts tun. Geht mir aus dem Weg. Nein, ich gehe nicht. Ist das dein Ernst? Wenn du mir nicht aus dem Weg gehst, dann lässt du mir keine Wahl. Ich werde dich aus dem Weg räumen. Versucht nur, mich aufzuhalten. Endlich kämpfen wir gegen Raptain. So. Rauchwolke einsetzen. Pufferstatus. Wow. Wie gesagt, Kleinstein macht so viel Schaden. Da muss ich erstmal hier Attacken. Okay, Bodycheck aus, aber dafür kannst du Lehmschelle machen. Dann geben wir Fliegfalle eine Sinelbeere zu essen. Ist verwirrt. Wow. Also, ich will ja nichts sagen, aber Feuerzahn! Für 83 ist ziemlich schwach. Ja, er hat jetzt schon 70 gemacht. Hey, Kleinstein ist. Ah, ich dachte, wir haben ihn gerade besiegt. Geh mir aus dem Weg.
Ich kann nicht reden. Aber ich höre mich nicht vom Fleck. Du weigerst dich? Dann habe ich keine Wahl. Nein. Hydropie ist in Gefahr. Aber ich kann mich nicht bewegen. Ich tue das nur für das Zahnrad der Zeit. Vergib mir. Wah. Stopp. Zur Finst? Alles in Ordnung, Hydropie. Bitte lass mich das erledigen. Du? Es ist viel Zeit vergangen. Es war nicht leicht, dich zu finden, Reptane. Wie war das? Der große Zürfer ist kein Reptane? Ja, sogar hier hast du mich gefunden. Du bist wirklich hartnäckig. Du klebst an mir wie eine Klette. Reptane, diesmal kommst du mir nicht davon. Zwirrfinst. Ich bin überrascht, dich in dieser Welt zu sehen. Aber ich bin bereit. Also wirst du kämpfen. So sei es. Aber kannst du gewinnen? Gegen mich! Reptane ist verschwunden. Dieses Schlitzohr Reptane. Er hat nie vor, gegen mich zu kämpfen. Vor mir gibt es keinen Kampf. Der große Zürfels ist auch verschwunden? Was ist geschehen? Ich begreife das nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nicht. Mir ist schwindelig. Da sind sie. Hey, hey, hey. Kommt behalt euch. Oh Mann, sie liegen am Boden. Hey, 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 ist alles in Ordnung. Sie sind schwer verletzt. Schnell, wir müssen sie zur Behandlung in die Gilde bringen. Okay. Und ein neues Gebiet hat sich uns eröffnet. Die Wolken über der Kristallstraße und dem Waldgebiet haben sich verzogen. Möchtest du das Abenteuer speichern? Ja, und deswegen beenden wir hier diese Folge. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.